Was heißt für dich Familie? Alles. Kann sein, dass ich mich blitzentscheiden werde. Ich sage, boah, der ist es, ja? Ich asozial weiß nicht, ich habe ihn nicht beschimpft oder so mit asozial. Ich habe ihn schon so ein bisschen mit einem hohen Ton oder sowas angeredet. Ich habe immer geduzt. Ich bin es nicht gewohnt, jemanden zu sitzen. Das geht nicht. Ich duze meinen wirklich Oberchef. Ich habe keinen Kontakt mit der Familie, nur weil ich keinen Albaner habe. Der ist kein Albaner, der ist keiner von uns. Der ist einer von einem anderen Land. Okay, kann sein, dass vielleicht die Familienehre dadurch gefährdet ist, aber das heißt nichts. Hauptsache, die Menschen werden glücklich. Nächstes Mal bist du mit mir nach Marokko. Danke. Dann wirst du einen Freund aber auch mal kennenlernen. Das hat irgendwas so Verrücktes. Gut, als Muslim musst du nicht unbedingt jeden Tag zu Hause sein, ja? Aber ich bin halt jeden Tag zu Hause und schätze da an mir. Ja, also. Eigentlich eine schöne Figur, ey. Nur dass sie im Bauch ein bisschen dick. Sonst sitzt bei mir immer alles richtig. Erstens leben wir im 20. Jahrhundert. Zweitens, hallo, wir sind in Deutschland. Wir sind nicht sonst in irgendeinem Ausland.